Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Der Tabellenführer aus Bregenz ganz in Schwarz von Beginn weg mit viel Druck. Die Bauertruppe wollte auch in der Höhle des Löwen bei dem seit einem Jahr zu Hause ungeschlagenen Lautrachen beweisen, dass sie nicht von ungefähr an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga stehen. Die Bodenseestädter erwischen einen Traumstart. Erster Warnschuss für Lautrach bereits in der fünften Spielminute. Batir mit dem idealen Pass in die Tiefe auf Zizi, doch der Angreifer setzt die Kugel neben den Kasten. Sein und Co. weiter im Vorwärtsgang, gehen bereits in der neunten Spielminute in Führung. Foulfreistoß von Batir, die Lautracher Defensive, bringt die Kugel nicht richtig aus dem Gefahrenbereich. Den Fallrückzieher von De Lima grätscht der aufgerückte Asari zum 0:1 ins Netz. Die Bauerelf weiter mit mehr Spielanteilen, doch in der 15. Minute beinahe der Ausgleich. Missverständnis in der Bregenzer Hintermannschaft zwischen Kipper Eres und Asari. Elvis Alibabic kommt ans Leder, kann jedoch kein Kapital daraus schlagen. 3 Minuten später sind die Lautracher dann aber in der Partie zurück. Eckball von links durch Bär, Batir übermotiviert, stößt Mattis um und Schiedsrichter Dominik Oschan zeigt ohne zu zögern auf den Punkt. Sebastian Bär tritt an, verlädt Eris und es heißt 1:1. Nun sind es plötzlich die Hausherren, welche die besseren Chancen vorfinden. 28 Minuten sind im Ried gespielt. Bär hebt einen Foulfreischuss hoch vor dem Bregenzer Kasten. Gomez kommt am Fünfer freistehend ans Leder, säbelt aber daneben. Weitere 3 Minuten später, neuerlich Bär Freistoß hoch in den Bregenzer Strafraum. Asari faul am aufgerückten Fleisch und es gibt wieder Elfmeter. Diesmal tritt Elvis Alibabic an und bringt seine Farben mit seinem 15. Saisontreffer mit 2:1 in Führung. Und in der Nachspielzeit des ersten Durchganges sogar die ganz dicke Lautrach-Chance auf einen weiteren Treffer. Riedeberger schickt Nagel auf die Reise und dessen Stangelpass jagt Golgeta Alibabic aus 2 Meter freistehend über den Bregenzer Kasten. Im zweiten Spielabschnitt neutralisieren sich dann die beiden Teams zusehends. Die Defensivabteilungen haben die Partie im Griff, lassen nur wenig weitere Torchancen zu. In der 69. Minute dann doch der verdiente Ausgleich. Sen mit dem weiten Zuspiel auf De Lima, der zurück auf Metin Batir und der Mittelfeldakteur trifft aus rund 20 Meter genau ins lange Eck zum 2:2 Ausgleich. Damit haben beide Teams ihr Pulver verschossen. Die Schlagerpartie der Vorarlbergliga endet mit einem leistungsgerechten 2:2 Remis. Schwarz-Weiß Bregenz bleibt damit weiterhin Tabellenführer der Vorarlbergliga. Der FC Lautrach vorläufig auf Platz 2, auch im 13. Spiel in Folge zu Hause ungeschlagen. Ja, am Schluss ein gerechtes Unentschieden. Der Wermutstropfen sehe die hundertprozentige Torschance mit dem Pausenpfiff zum 3:1, aber das ist Fußball und so gesehen war es schlussendlich ein gerechtes Unentschieden. Ich kann damit gut leben und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit ist, über den Kampf ins Spiel zu finden. Jeder sagt, wir haben so gute Spieler und so gute Einzelspieler, aber in der Liga führt vieles über den Kampf.